Das ist das CA63, ein Digitalpiano der Spitzenklasse. Aber hier hat Kawai noch ein paar ganz besondere Innovationen eingebaut. Das ist zum einen der ganz neue Sound, ganz frische Samples, aber auch die Möglichkeit, auf USB-Stick MP3 und WAV-Files aufzunehmen und wiederzugeben. Ganz besonders ins Auge fällt aber die Tastatur. Das ist die RM3 Grand-Tastatur. Das ist eine Vollholztastatur, keine Plastiktasten. Der bekannte Wagbalkenmechanismus von Kawai, der immer für die perfekte Balance sorgt. Und ganz neu die Ivory Touch Oberfläche. Das ist eine leicht angeraute Oberfläche, die Feuchtigkeit absorbiert, Elfenbein nachempfunden. Dadurch habe ich immer den richtigen Grip, ein sehr schnelles Repetitionsverhalten und eine sehr ausdrucksstarke Dynamik. Wir haben hier nicht nur eine hervorragend ausdrucksstarke Tastatur, sondern auch der Sound stimmt. Das ist der ganz neue Sample von Kawai. Sie haben hier in großen Konzertflügel EX aufgenommen und Ton für Ton in dieses Instrument integriert. Das heißt, ich bekomme einen ganz großen Konzertflügel, zumindest den Sound dieses Konzertflügels, nach Hause mit diesem kleinen Digitalpiano. Aber natürlich habe ich auch mehrere Sounds zur Verfügung, nicht nur Klavier, um andere Stilrichtungen einzuschlagen, wie zum Beispiel ein E-Piano. Dann habe ich aber auch ganz tolle Möglichkeiten, Sounds zu kombinieren, zum Beispiel im Split-Mode, wo ich mir oben was anderes hinlegen kann als unten, zum Beispiel Bass und Klavier. Und natürlich kann ich auch Sounds kombinieren, wie zum Beispiel Piano, Streicher. Eine ganz tolle Innovation beim CA63 ist die Möglichkeit, auf USB-Stick aufzunehmen. Und zwar nicht nur MIDI-Files, sondern, und das ist das legendär Neue, MP3-Files und WAV-Files. MIDI-Files kann ich benutzen, um sie nachher zum Beispiel in einer Sequencer-Software im Computer weiter zu bearbeiten, falsche Töne auszumerzen. MP3-Files kann ich per E-Mail an Freunde verschicken, WAV-Files auf CD brennen, um mir das Ganze nachher im CD-Spieler anzuhören. Umgekehrt funktioniert das natürlich genauso. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel Play-Along-CDs kaufe, kann ich diese auf den USB-Stick bringen und dazu spielen. Natürlich kann ich auch zu dem spielen, was ich selber aufgenommen habe, um mit mir selber vierhändig zu spielen. Das geht ganz einfach, indem ich auf Record drücke und etwas aufnehme. Das Ganze wird dann auf dem USB-Stick abgespeichert und dann kann ich es ganz einfach wiedergeben und dazu spielen.
Ich finde, das CA63 überzeugt auf ganzer Linie. Ich habe eine präzise Tastatur, einen authentischen Sound und tolle neue Features. Sollten Sie noch Fragen haben, gehen Sie zu Ihrem Kawai-Händler, der wird Ihnen diese gerne beantworten.